gefangen. Oh. Ich fertig. Wir sind in der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Nicht gerade die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Ah, der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts. Fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Oh, du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Semper Fi. Das heißt immer treu. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Alter, sag mal, wie das ist. Die haben uns jetzt gerade richtig den Arsch aufgerissen, Alter. Die haben uns gerade richtig auseinandergenommen. Weil Digga, ist voll alleine jetzt da. Ja. Oh no. Wer ist das? Ist der Drackel? Ja. Shit. Okay. Also wir wissen, sie lebt. In Anführungsstrichen. Aber sie wird definitiv infiziert sein. Ist da fast noch im gleichen Raum, ich ne? Wollte gerade genau, sagen. Richtig. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Oh, ist mal schön. Oh, klar. Eric. Ach, okay. Oh Gott. Der Speerspinner kommt. Hast du gesehen? Hinten war noch der Kurator. Was? Nee, halt gerade nicht. Hinten an der Statue. Schisch gemacht. Oh, oh. Natürlich, jetzt natürlich. Jetzt die Lampe kaputt. Connor, oh. Sie müssen weg! Du auch, Nick. Du wirst mitkommen. Komm schon, Rach. Man gibt ihm noch einen vernünftigen Heady, Alter. Ich verstehe nicht immer diese Rumgerühre. Alter, fix ist der. Ja, dann lauft weiter. Wieso bleibt er nicht stehen? Der Typ ist immer noch da. Und kommt. Boah, der ist aber ein Speed drauf, ey. Unangenehm. Oh shit. Na, Eric? Was sagst du? Helfen, helfen. Helfen. Mach mal helfen. Eric! Oha, das war knapp. Ja. Achso. Button smashen. Verdammt. Hochziehen. Nice.
Ich wollte ja als Arsch spielen, aber ich kann nicht aus meiner Natur raus. Das ist mein Naturell, der Held zu sein. So wie Eric. Nicht. So wie Erike. Aber ich glaube... Eric Wesker. Nee, er wird, das Vieh wird noch nicht tot sein. Oder doch? Nee, doch. Na, da zuckt doch gleich was. Okay. Aber jetzt sind wir im gleichen Raum wie Jason und Salim, ne? Hier ging's doch jetzt gleich zum Fahrstuhl, oder? Ist das für jetzt? Ist von hier aus direkt zum Fahrstuhl? Ist wohl im Tunnel verschwunden. Bin ja. Ich glaube ja. Ah, er guck lebt mal. Noch. Da. Jason lebt noch. Vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus. Vorhin. Danke für Ihre Hilfe. Okay, aber suchen wir Kolchak. Ein Nicken. Vier Sangler Blixo. Worauf wartest du? Eine Extra-Einladung? Gehen wir! Es ist Zeit. Es ist ganz sicher noch nicht Zeit. Wir müssen es ihm sagen. Nick, hör zu. Nein, nein, du hörst zu. Wenn ich hier unten sterbe, dann wenigstens als ehrlicher Mann. Ich mein's ernst. Ja, meinst du nicht, dass er eins und eins zusammenzählen kann, oder was? Du wolltest es ihm bei Zeiten sagen. Du musst es ihm jetzt sagen. Sag ihm die Wahrheit. Du trägst keinen Ring, weil deine Ehe schon vor einem Jahr zerbrach. Er hat recht. Es ist Zeit. Dann erklär's uns mal. Jetzt? Ist das dein Ernst? Ja, jetzt ist vielleicht die letzte Chance. Viel gute Zeiten, schlechte Eric Zeiten. Das ist ja wirklich eine schlechte Soap hier, ey. Du und ich. Wir hatten was Besonderes. Aber das ist oh. Sehr lange her. Warte mal. Wer ist denn dran? Du. Ja, schockiert. Nee, nichts sagen, nichts sagen, nichts sagen. Nichts sagen. Einfach nichts sagen. Okay. Man kann auch mal nichts sagen. Ich wähle doch nicht. Ich weiß nur, was das Beste für mich ist. Ich will einen Neuanfang. Fang mit mir neu an. Nein. Ohne dich. Nach der Trennung war ich lange Zeit ohne Hoffnung. Nick ist Hoffnung. Ja, nichts sagen. Wieder nichts sagen. Ja, ist okay. Einfach mal stoisch. Zurückhaltend, sagst du, ja? Okay. Ja, da muss man auch mal wissen, wann man die Fresse hält. Das ist toll, wie die sich alle anschweigen gerade. Lassen Sie los, Mann. Ach, das ist alles. Also. Schade. Das ist halt auch so cheesy. Das wirkt so alles so deplatziert gerade irgendwie. Ist auch egal, wenn wir hier sterben. Mir ist es nicht egal. Suchen wir Kolchak. Weil eins an eins wird er auch zusammenziehen können. Wenn er euch hat knutschen sehen, dass ihr jetzt nicht gerade irgendwie. So wiederbelebt oder was. Also. Ach, guck mal. Jason und Salim. Oh, Jason. Unbekannte Struktur. Ja, jetzt kommen wir zu dem Konstrukt quasi, welches auf der Karte verzeichnet war. Oder auf den Satellitenbildern. Oder was wird das sein? Das ist ein Myzen-Netzwerk. Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen. Aber das hier schlägt alles. Der Wurzel, komm runter, Alter. Willst du auf sie warten, oder... Musst kein Flugscheißer sein. Gehen wir. Herr Kunde. Ja, und er immer noch da mit diesem Metallknüppel. Ja, krass. Können wir uns das hier nochmal ansehen? Können wir denn hier machen? Ja, ansehen? Ist das ein sicherer Rückweg? Ja. Oh. Was zur Hölle war das? Ja, okay, das Neonleuchten ist natürlich so ein bisschen unheilschwanger, möchte ich mal meinen, da drinnen. Aber letztendlich, finde ich, haben die schon Schlimmere gesehen dort irgendwie. Um jetzt zu sagen, was für eine kranke Scheiße ist das denn? Das stimmt. So. Fund, Mappe 3. Van Houten. Van Houten. Van Houten. Okay, weiter. Oh, okay.
So, ich werde heute mal ein bisschen lesen, wenn die heute nicht so doof stimme. 29. November. Viele der Funde belegen unsere These, dass der Tempel für Opfer genutzt wurde. Wir wissen, dass eine jahrhundertelange Dürre das Akkadische Reich bedrohte. Dieselbe Dürreperiode, die auch das alte Königreich der Ägypter in Ägypten heimsuchte. Die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutea aus den Bergen hinab auf das Flachland. Es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Akkadern. In diesem Tempel finden wir Belege dafür, dass man verzweifelt versuchte, die Götter milde zu stimmen. Zugehörige Funde, R6. Schwarzer Onyx, mesopotamisch, Ur-3-Typ-Zeit. Was? Onyx-Steine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück. Vielleicht aufgrund der Überzeugung, dass böse Uduk-Dämonen die Welt bevölkerten. R19. Stein mit Loch. Okay. Ist so eine Scheiße, Alter. Stein mit Loch. Großartig. Kennt jedes Kind von Ostsee. R19. Stein mit Loch. Mesopotamisch. Ur-3-Zeit. Der Stein zeigt Figuren, die im Sonnenfinsternis anbeten. Zusammen mit R6 bildet das Stück eine Sonnenfinsternis ab, die eine Katastrophe voraussagt. Okay. Also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du einen Stein mit einem Loch findest, sagst du, oh. Oh? Ja. Na, den katalogisieren wir erstmal. Ah. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier wieder so eine schöne Streuntafel finden. Was sind hier? Ah, der. Oh, hör mal. Salim. Oh. Oh. Oh, und wir haben was freigeschaltet. Zerfleischt. Na toll. Militärische Verluste. Okay. Aber genau das ist es, ne? Du kannst quasi präventiv nicht wirklich darauf eingehen irgendwie und sagen, oh, naja, dann machst du mal irgendwas anders. Also wir haben nur gesehen, einer von diesen, ich nenne es mal vorsichtig, Vampiren, hat Salim mit hoher Geschwindigkeit in sie sich gepasst und hat ihn nicht streichelt, sagen wir mal so. Das ist ja schön beschrieben. Finde ich auch. Was jetzt? Ach, hier können wir uns einfach nur umsehen, okay. Was ist das? Ein Kokon? Die Dinger kommen wohl von hier. Riech mal vor mal die Hüte. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Ach, die Amerikaner haben nichts in der Schule? Wir sollten da wegbleiben. Okay. Ja, vielleicht, aber vielleicht sollten wir, ne, doof einnehmen und nicht daran gehen. Jeder von weg. Geh weg. Okay, da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht reagieren die ja quasi auf Nähe. Ne, so wie Alien-Eier. Meinst du, dass die denn schlüpfen, ja? Ja, ja. So Facehugger-Style. Das gehört ein weiteres Buch. Randolph Hodgson. Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Mal schauen. Nicht. Oh. Oh, schön. Ah, scheiße. Das ist ein Sammelordner. Mal gucken, steckt das wieder. Oh ne, er liegt es wieder hin. Naja, was? So, das alles jetzt. Oh, ich habe eine Seite gefunden. Oh. Schön. Oh, da liegt einer. Ist das Randolph? Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollen, weil es ist ja auch in der Nähe von einem Kugon. Ja, wir müssen auch mal was riskieren. Ach so, okay. Ich weiß, ich sende widersprüchliche Signale. Oh, er sieht nicht gut aus. Er sieht nicht gut aus. Nee, aber es ploppt auch nichts auf, okay. Eieiei. Ei, ei. Was haben wir hier? Ah, glänzende Menge. Oh, was haben wir da? Eine Uhr. Eine Taschenuhr. Eine antike Uhr. Mein Kompass, ist da vielleicht ein Nacktbild seiner Holden drin? Ich mach das auf. Oh. Ja, ist es. Eine Frau sein. Ein Klassiker. Ist nicht gut ausgegangen. Naja. Was? So. Ich darf nicht so enden. Tja, ja, er hat einen Sohn. Wissen wir denn eigentlich über den Familien-Background der anderen ein bisschen Bescheid? Sie sind, glaube ich, alle ungebunden. Also, kinderlos, ne? Ja. Wir sind, glaube ich, nur von Salim, dass er ein Kind hat. Ein Sohn. Ach, jetzt geht's wieder. Unleserlich. Na, das. Wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich unleserlich. Punkt. Schön. Wenigstens da schulde ich dir, das schulde ich dir. Das Porträt, das ich mir meiner Uhr bei mir. Was? Nochmal kurz. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei mir trage, zeigt die Mary, die ich mich erinnere. Nicht diese. Unleserlich.
Okay, anscheinend hat sich seine Frau verwandelt. Kack. Ja, also bitte seht's mir auch nach, irgendwie, wenn ich hier heute mal wieder durch die Texte stolpere, aber der Tag war schon echt fucking lang irgendwie. Ja, vor allen Dingen auch bei der Satzgestaltung mit unleserlich, weil hört er mittendrin auf. Das hat er sowieso schon immer so komisch. Oh, guck mal, hier kommen wir weiter. Das ist aber wahrscheinlich... Dann mal rüber, ne? Genau. Das ist die Frage, wollen wir nochmal zurück oder meinst du, wir haben alles erkundet? Puh, ja, da kann man sich da immer sicher sein. Wir werden bestimmt schon Sachen übersehen haben, aber ich würde sagen, komm, lass uns mal die Story weiter vorantreiben. Okay. Ja, ist das jetzt tatsächlich, ist das so gewachsen oder ist das ein UFO-Kittel? Das sind doch, guck dir das da mal an. Das sieht doch. Ist das ein UFO? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Flashback von Stargate. Die Guault oder was? Ja, gleiche Frage. Da sehe ich eher Giga. Was ist das hier? Halt. Krass. Okay. Tja, ich würde sagen, damit ist die Katze wohl aus dem Sack irgendwie. Ich glaube, das sind nämlich keine Vampire, sondern die wir als Vampire kennen, sind Außerirdische. Was das nicht weniger verwirrt macht, aber... Was ist diese Hölle? Ist das wirklich echt? Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London, zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Düster. Dieser Ort. Die kommen wieder hierher. Wird jetzt hier nicht aus Nähkästchen plaudern. Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein. Würde mich auch mal interessieren. Und tun ihnen irgendwie weh. Ja, aber wie? Verlass dich auf mich. Hey. Was auch immer passiert. Ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Ich finde zwar jetzt diese Theorie, finde ich total Banane irgendwie, aber das war gerade so eine coole Szene zwischen denen, da wollte ich jetzt nicht einfach, du bist dumm, irgendwie jetzt als Dialog enden lassen irgendwie. Tatsächlich fallen mir die Bänen relativ cool zusammen irgendwie. Also ist so diese Ungleichheit irgendwie, die das halt so widerspiegelt, finde ich halt sehr interessant. Ja, aber Jason ist ja eigentlich eher, naja, der ist sehr voreingenommen, muss ich sagen. Ja, Jason ist halt schon natürlich, ja. Sehr amerikanisch. Sehr patriotisch, sagen wir mal so. Sehr patriotisch. Okay. Nicht sehr amerikanisch, sehr patriotisch. Also, ich weiß nicht, diese gelben Dinger da. Genau. Dachte ich mir auch gerade, das sieht doch nicht was gut ist aus, das? Oder? Na, vor allem wirklich so. Oh, was ist denn das? So drüber stehen und also. So richtig geile Sporen. Ja. Oh oh.
Oh oh. Also tatsächlich habe ich den Twist jetzt aber nicht kommen sehen. Irgendwie, dass da jetzt ein UFO unten ist. Also. Ja, aber muss man auch überlegen, wie lange muss denn das da sein? Weil das ist ja super tief unter der Erde. Naja, es gibt ja halt so diese Prä-Astronautik-Theorie, ne? Also gerade in Bezug auf Pyramiden und so. Ja. Na, stimmt. Also, naja, da wird halt wahrscheinlich schon, wird da schon Patali, sag ich mal, jetzt vorsichtig. Und finden wir jetzt noch deine Brutmutter oder irgendwas? So, irgendein Opa. Von hier kommen diese Boss. Viecher wohl her. Scheint so. Oh Gott, okay. Wo zur Hölle sind sie? Also haben die irgendwas bei? Haben die TNT jetzt bei oder so? Die anderen hatten die TNT, ne? Ich glaube schon, ja. Die haben jetzt, glaube ich, gar nichts bei. Also die haben nur. Was wollen die machen? Er hat jetzt ein halbvoll Magazin und der andere hat eine Metallstange. Was wollen die jetzt machen, Lafreik? Ja, das. Wir können nichts erkunden, bis auf, dass das hier vorne die ganze Zeit leuchtet. Ah, ja. Oh, oh, Vorsicht, da geht's aber nochmal runter. Ich gehe nirgendwo hin. Ah. Oh krass, das ist so duster, dass das gerade wie Abgrund aussah. Oh, gutes Bild. Schön. Salim, hier drüben. Warum flüstern die so? Naja. Was hältst du da noch irgendwelche anderen? Dieser Ort könnte schon seit Tausenden von Jahren hier unten sein. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Feti. Okay, was könnte ich. Oh Gott, was? Das ist der Reden. Das Geil ist ja drei Muscheln. Die Heimnis hiervon. Wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, dann leg's mal wieder hin. Nicht Musik. Eine Sprache. Vielleicht. Ich sehe nicht. Die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Oh, oh. Ja, weil du noch nicht mit der Muschel probiert hast. Sieh dich nur um. Ah, sieh dich nur um. Wir können uns das, also hier, die wollte ich mir mit Absicht eigentlich nicht angucken, weil die sehen echt böse aus. Ja, das ist schon. Oh je. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, das sieht wirklich nicht gut aus. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Also ich weiß hier rechts. Moos. Oh nein. Kommt's mir nur so vor? Ja, oder lebt das? Ja, tritt doch nochmal rauf, findest du raus. Das ist tatsächlich, haben wir nicht viele Möglichkeiten, wie wir laufen können. Das ist halt natürlich sehr linear und jetzt werden wir hier wahrscheinlich runterspringen. Ja, aber guck mal, wir waren ja vorhin auf der Kante da vorne. Und dann gab es eine Einblendung mit so einem Viech. Wir laufen doch jetzt direkt in die Arme. Wir laufen, ja, aber genau. Ich denke mal, wir haben keine andere Möglichkeit. Scheiß Hitze. Leider. Oh. Wir könnten wieder hochklettern. Dann wo du noch hin? Na gut, aber... Gehen wir mal zum nächsten glänzenden Bommel von dem Wii. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich da hinten will. Was ist denn das, ein Hebel? Ach, was ist jetzt? Hä, das sieht aus wie so ein Viech. Wie so eine Waffe, was er bedient hat. Für mich sieht das aus wie so ein klassischer Schaukelpferdchen vom Spielplatz. So ein Fehlerpferd. So. Was? Er fokussiert auch nichts, okay. Salim, sieh mal hier. Ja, was das nur sein soll, wie sie eine der Kreaturen. Nur älter. Uralt. Es ist fast aber tot, oder? Das ist die Klaue. Berühr's. Was? Du doch. Wutz. Leck mal dran. Was? Ist das hier eine scheiß Mutprobe? Warum? Mann, warum? Ja, was soll ich machen? Nicht. Also ich könnte... Zurück. Okay. Geh mal zurück. Also warum? Das ist. Jetzt hätte er ihm bestimmt angefallen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Also wie kann man denn so. Guck mal. So mal ein bisschen. Fummelt dran an rum. Wir haben zwar oben die ganze Zeit gegen die gekämpft und haben ja auch schon vorher noch nie mit denen zu tun gehabt. Aber fass doch mal an.
Was soll denn da passieren? Oh Gott, das geht. Was, jetzt ohne Scheiß, was passiert da im besten Falle? Na, ich glaube schon, dass wir dann angegriffen werden, also da gebe ich zurück. Wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren. Ja, dann bleib doch hinter mir. Ein Schamane. Was ist das denn? Was hat denn? Ist das krass. Schau ihn an. Eine Hülle? So eine Art Kokon oder was? Totaler Methusalem, der Kerl. Mach doch nicht Feuer an, lass es doch sein. Scheiße. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. Aber die Hälfte ist von ihm unsichtbar oder fehlte die einfach? Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Der atmet? Hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun, er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Oh Gott. Nein, schieß nicht. Das lockt die Vampire an. Was dann? Ich mache es. Aha. Na los, wo geht jetzt denn? Hier hinten noch was? Eine Steintafel? So Leute, wenn ihr jetzt gerade zuguckt, dann würde mich mal interessieren, irgendwie, ob ihr eine Theorie habt, was die beiden jetzt machen könnten. Ist es A, irgendwie ein Selbstzerstörungsmechanismus oder ein Kladatsch finden beide jeden drauf? Oder ist es einfach, wollen sie einfach nur an Außerirdischen rumfummeln? Wer weiß es irgendwie. Ja, eure Theorie würde mich mal an der Stelle sehr interessieren. Haut's mal bitte unten in die Kommentare. Ich habe tatsächlich gerade keine Ahnung, wo Jason und Salim jetzt hinlaufen. Und was die jetzt hier unten machen. Vielleicht wollen sie jetzt mit dem Raumschiff losfliegen oder was? Ja, gute Frage. Hochklettern. Also. Was glaubst du denn, Benny? Sag mal was. Ja, dadurch, dass sie keinen Sprengkörper, kein Nichts dabei haben, weiß ich nicht, wie sie das Ding irgendwie ansatzweise in die Luft sprengen wollen. Also wenn sie das überhaupt vorhaben, ist ja auch die Frage. Die einzige Sache wäre natürlich, aber das beruht ja darauf irgendwie, dass ja nur wirklich alle Vampirregeln gelten, ist, wenn du den Obervampir tötest, dass du alle anderen damit auch tötest. So die These. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, weil das Wasser hier, dieser Boden, der sieht ziemlich ölig aus, dass das... Das ist petroleummäßig. Genau, dass du das irgendwie in Brand setzen könntest oder so. Ich weiß nicht, brennt Formaldehyd? Ist der brennbar? Das ist eine gute Frage. Wenn die sagen, dass das so danach riecht. Ups. Schst. Nicht so laut. Okay, wir sind jetzt im Zentrum oder was? Ich habe keine Ahnung. Jetzt wirkt jetzt nicht unbedingt wie ein Zentrum für mich. Einfach nur wie ein Loch. Und die sitzen alle drumherum. Ja, aber was ist... Was ist das denn? Okay, da geht's wahrscheinlich ein bisschen weiter runter. Ja, wollen wir noch hier nie anfassen? Wir fummeln jetzt nicht an Außerirdischen rum. Okay. Das kann nur schief gehen. Wir können hier aber anscheinend nur rumlaufen. Also nur... Hey, warte, hier gibt's noch was. Hier könnte man wahrscheinlich noch was anfassen. Oh, außerordentlicher Schädel. Sieht krass aus. Salim! Geheimnis gefunden. Der hätte einen Zahnarzt gebraucht. Keine Reißzähne. Siehst du das? Der Knochen ist gebrochen, wo sie sein sollten, als seien sie von innen herausgebrochen. Was meinst du? Vielleicht waren sie ursprünglich keine Vampire. Sondern? Sie wurden infiziert. Ach ja, stimmt. Verwandelt. So, und hier sieht's aus wie so ein kleines Minenfeld.
Das sind hier alles Kokons. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da gleich ein bisschen was rauskommt. Ja, das, die Befürchtung teile ich. Ja, stimmt. Wir haben ja auch gesehen, da sind ja so kleine Würmer. Ne? So Insektoide. Kladderadatsch, was da bei der eben aus dem Mund geschossen ist. Salim! Was ist los? Jackpot, würde ich mal sagen. Was heißt denn der Jackpot? Ja, klar. Dasselbe wie ich. Meinst du, das sind Kokons? Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Was wollt ihr machen? Jedes einzelne aufpieken mit der Stange. Jedes einzelne. Nein. Tritt da nicht rauf. So, jetzt muss ich nämlich aufpassen. Ich schwöre dir, manchmal die manchmal nervt mich diese Charaktere so dermaßen. Ich weiß nicht. Oh, Scheiße. Sollte ich Licht ausmachen? Naja, dann kann es natürlich sein, dass du da auf so einen Knubbelgnatsch trittst. Du solltest auf jeden Fall tunlichst nicht auftreten. Nee. Weil hier kann es jetzt zum Beispiel auch sein, dass diese Sequenz mit Salim kommt. Genau, deswegen versuche ich jetzt auch so gut wie es geht, also auch wenn es langsam ist, hier so außen rum zu laufen, ohne diese Sporen, sag ich jetzt mal, irgendwie drüber zu laufen. Im besten Fall. So, eins weiß ich schon mal. Wenn Benny jetzt irgendwie rauftreten sollte, Salim stirbt, wirst du von Benny einen Satz hören. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht und hier komme ich nicht durch. Scheiße. Kommst du nicht durch? Na, ich hab ein bisschen Angst, weil der lässt sich so klobig steuern. Ja, tatsächlich ist die Steuerung wirklich immer so ein bisschen... Ha. Warte mal, ganz links? Kommst du links durch? Ganz links. Links, da? Noch weiter links? Ja, wenn der... Da, oh, genau, ja. Ja. Hast du recht? Ja, die Steuerung ist wirklich so ein bisschen undankbar irgendwie in den Spielen. Gar nicht. Ich meine, man läuft zwar nur irgendwie, aber wenn du jetzt Passagen wie diese hast, ist das wirklich knackig, weil also das Spiel definiert so Panzersteuerung völlig neu. Ja, das sieht sehr gut aus, Benny. Das hast du hervorragend gemacht, glaube ich. Ich hoffe, jawohl. Ich hoffe es. Aber ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. Sehr gut. Nee, meinst du? Also hier ist zwar eine Menge nicht. So, da wird's gefährlich. Vorne sitzt. Ja, deswegen laufen wir mal hier vor. Gehen wir jetzt hier außen lang. Okay. Sehr schön. Keep it tactical. Let's do it for America. Ja. Oh. Okay, einmal kurz umdrehen, um zu gucken, wo wir hier sind. Mal nach da gehen erstmal. Okay, hier geht's weiter runter. So, von da sind wir gekommen. Gibt's denn hier hinten noch was zu entdecken? Ja. Da leuchtet was. Oh, was ist denn das? Skelette. Große Skelette. Ja, gar nicht so klein. Sie sind im Kampf gestorben. Das heißt, man kann sie vernichten. Aber wir wissen nicht wie. Naja, das sind die ursprünglichen Außerirdischen. Ah, stimmt. Ja? Also die anderen sind ja scheinbar die infizierte Variante davon. Irgendwie. Oder die mutierte Variante. So wie sie das jetzt angedeutet haben. Oh oh. Scheiße. Ja, beruhig dich.
Ich hab da was für dich! Jetzt setzt dein Grenade Launcher ein, Alter. Die ganze Zeit. Ich geb Deckung! Los! Aber die Dynamik ist dennoch geil im Spiel. Muss man sagen. Das ist Artefakt. Und da ist aber auch schon eine Tafel. Wir sind nicht die Ersten. Was ist denn das für eine Scheiße? Fuck, Nicky. Du warst echt die verdammte Kavallerie. Wo ist der Rest? Du wärst tot. Noch nicht ganz. Ja, schon. Krasser Fasamacker. Sie leben. Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, ich gebe zu bedenken, dass sie immer noch infiziert ist, ne? Oder wahrscheinlich. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dem nicht so der Fall ist. Gut, dass du hier bist, Mann.